Muss packen, mach das. Gute Schulleistung, also gut für dich. Oh, sehr schön. Oh, er ist Ramondisch. Ist das nicht schön? Ja, komm her, du suchst deine Seelenverwandte. Lass dich von den Engeln leiten, Heiko. You can do it. Warte, da, von dem Gesichtsausdruck hätte ich gerne noch ein Bild. Das ist ja wundervoll. Jesus. Okay, let's go. Aus Familie entfernen. Tschüss. Mach's gut. So, jetzt bist du dran. Ah, Athanasius möchte ich ungern, weil ein Zuschauer von mir Athanasius heißt. Und ich möchte nicht, dass er denkt, ich möchte ihn veräppeln, Porsi. Also Athanasius ist gestrichen. Das machen wir nicht. Aber danke für den Lurk weiterhin. Kind des Meeres. Hallöchen, Lilly. Hallo. Und Chilitos, danke für den Lurk. Ja, Snips, bitte. Was für eine Frage. Was machen wir denn? Angler-Ass hatten wir, glaube ich, noch nie, ne? So. Kannst du Outfit planen? Kannst du nicht. Ach so, weil die Mutti jetzt presst. Dann machst du da einfach schon mal wieder Kerzen drauf. Kannst du dir bitte was zu essen nehmen, bevor du an den Kuchen gehst? So, du isst draußen dein Essen. Das ist auch wild. Was an ein Phallus-Symbol erinnert, eher mehr oder okay? Was? Snips. Snips, was? Snips, geht's dir gut? Was zur Hölle? Farley? Farley für den Jungen. Okay, Farley. Dann haben wir ein Mädchen, da war Svenja Beate. Und noch ein jungen Nika mit Nico. Okay. Das heißt jetzt wie mein Bruder, aber der guckt ja nie in meine Streams. Also. So. Konstantinopel. Jesus. Alles gut, Penny, alles gut. So, du musst jetzt bitte mal hier dein Outfit planen. Sich selbst bewundern, ich glaub's ja wohl. So, und Mutti, wo sind die Kinders? Wo ist der Dritte? Da. Oh Gott, warum der Drillinge auch, ne? Wieso hasst mich denn dieses Spiel so? Komm, ich stell dich mal dahin. Ihr werdet eh jetzt gleich älter gemacht. Das Zimmer ist nicht gemacht. War das ein kleiner Seitenhieb? Warum? Mama, vielen, vielen Dank für 5 verschenkte Subs an die Community, an Chili Toast, an Unbekannt, an Kitty, an Cat und an Senf Harald. Das hat ganz tolle Leute getroffen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Chili Toast, ganz viel Spaß mit den Emotes. Ganz viel Spaß damit. Dankeschön. Ich habe Fragen. Ich habe auch Fragen. Ich habe sehr viele Fragen. Vor allem möchte ich ein Bild von dem Geschenk. Ich möchte ein Foto davon sehen. Ich möchte mir ein Bild davon machen. Ich brauche es visuell. Ist bestimmt ein Kaktus. Ein Kaktus finde ich actually nicht schlimm. So, dann machen wir die alle mal eine Stufe älter hier. Da gibt es gar nicht so viel zu erzählen. Ich war mit meiner besten Freundin damals im Schwimmbad. Und da war ein Typ, der hatte eine weiße Badehose an. Und diese weiße Badehose war halt sehr durchsichtig, weil sie war nass. Und es war sehr, sehr rosa. Also pink, knallig, neon fast schon. Aber nur vorne. Also ich weiß nicht, wie ich das noch familienfreundlicher umschreiben soll. Also. Ja.
Wir waren vielleicht so 12, 13, vielleicht 14. Und es war wie ein Autounfall. Wir konnten nirgendwo anders hingucken. Sehr schön. Das war sehr verstörend, ja. So, Chaosrad. Ich habe Angst. Meine Angst war berechtigt. Ich habe getrunken, danke. Nein, das Haus ist so perfekt. Ja, es war nett heute. Wir raiden. Oh Mann. Mama, du weißt es mitunter, ja. Mitunter. War ich das? Oh nein. Oh, ach Mann, das Haus war so perfekt. Das ist so unfair. Na, dann haben wir jetzt gleich wieder eine Baufolge, ne? Dann haben wir gleich wieder eine Baufolge. Da müssen wir dann jetzt durch. Da wird gleich gebaut. Nochmal drehen? Nein. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Ich würde jetzt noch eben hier wenigstens unseren Arnulf umstylen wollen. Die Säuglinge, oh, die sind alle ruhig geworden. Wowie. Die Säuglinge alle einmal baden. Einmal durchbaden. Ganz kurz. Ich fange an mit Fali. Du kannst hier drüben, obwohl du bist gerade gar nicht mit im Raum. Dann machst du hier. Nee, du musst gleich umdingsen. Svenja Beate. Gebadet werden, nein, im Schaumbad gebadet werden von Fetu. So, dann machen wir das schon mal und der dritte wird gleich auch noch gebadet. Let's go. So, und für ihn brauchen wir jetzt mal ganz kurz noch einen Spiegel, damit wir ihn noch eben umstylen können. Gehst mal dein Outfit planen, bitte. So, und dann müssen wir das Kleinkind hier, also den Säugling, dann nur noch einmal baden und dann können wir umziehen, okay? Wir haben nichts gesehen. Oh. Nee, nee. Nee, das wäre unfair. Das wäre unfair. Wir machen das. Wir machen das. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Das nächste Haus wird dann eh wieder perfekt. Wir könnten ja vielleicht in die neue Welt ziehen. Was wird da geschehen? Oh ja, das gucke ich gleich nach. Zack. Das gucke ich gleich nach. Ziehen die Schell von Paul. Endlich mal ein paar Küchen. So, das ist Arnulf. Der ist hübsch geworden, doch. Ist ein hübscher. Da gab es auch hübsche Häuser, ja. Oh, wir haben Werbung. No, wir haben Werbung. Einmal Werbung. Das nächste wird bestimmt besser als das andere. Das kann sein, ja. Das kann sein. Das kann gut möglich sein. Gucken wir doch mal, was kriegt er denn für Haare? Die finde ich schön. Die finde ich nicht so schön. Die finde ich zu, also die wirken irgendwie zu alt. Die finde ich schon ganz cool eigentlich. Was nehmen wir denn da? So ganz kurz steht ihm irgendwie nicht. Er braucht dieses lange im Nacken, ne? Er braucht irgendwie die langen Haare im Nacken. Ja. Vielleicht noch irgendwie so ein Kinnbärtchen oder so. Ja, ich glaube, das finde ich ganz gut. Das lässt das Kinn so ein bisschen länger wirken und das ganze Gesicht auch so ein bisschen länger.
Lange Haare stehen ihm, finde ich auch. Finde ich auch. Dann sieht es nicht so. Sein Gesicht ist markant auf eine hübsche Art. Ja. Er sieht aus wie die hübsche Variante von Thaddäus. Vielleicht ein paar andere Augenbrauen? Nee, damit habe ich es kaputt gemacht. Machen wir nochmal rückgängig hier. Der braucht die. Der braucht die. Der hat irgendwie so ein... Der hat so... griechische Gott-Züge. Die Nase und dieses markante Kinn und so. Ist ein hübscher. Rosito, ich bin Thaddäus. Du bist Thaddäus. Mama, dankeschön für 500 Bits. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. An irgendwen erinnert er mich? Griechischer Wein. Der Nasenhügel sieht richtig gut aus an ihm, ja. Es ist halt so, er ist hübsch, aber er hat einen Makel und das macht ihn irgendwie noch hübscher. Das ist das Ding, glaube ich. Ich mag Menschen mit Makeln. Das finde ich schön. Bin sowieso neidisch auf Leute mit einer krummen Nase, mit so einem Hügel auf der Nase. Bin ich sehr neidisch drauf, muss ich sagen. Weil ich hätte gerne so einen Hügel auf der Nase, aber ich habe ihn nicht. Er hat schon wieder so einen Entenpo. Danke für den Ohrwurm. Muss jetzt an Andromeda denken. Kevin Sorbo, der Herkules gespielt hat, wurde dort dann als griechischer Gott bezeichnet. Ja. Meghan Markle? Was? Was? Wieso hat er denn schon wieder so einen Entenpo? Was ist denn das in dieser Familie mit den Männerpopos? Das Hemd steht ihm ausgezeichnet. Ich würde es vielleicht sogar in schwarz-weiß lassen. Und dann gucken wir mal, was wir ihm für eine Hose geben. Vielleicht eine weiße da drauf? I don't know. Ich lasse ihm das erstmal einfach. Dies Bastro. Die haben wir doch auch umgekehrt, ne? Perfekt. Er hat Kind des Meeres. Und kreativ. Finde ich eigentlich schon hübsch. Gerade so fürs Kreative. Da jetzt noch eine weiße Hose drauf, dann ist es doch fein. Das ist ein anderer Weißton. Du brauchst nur mal von irgendwem eine reinhauen lassen. Zack, Nasatnökel. Kindercounter. Ja, stimmt, dankeschön. Dankeschön. 52 und wir haben 46 ausziehen lassen. So. Sind vor allem immer die männlichen Kinder. Ja, das stimmt. Was ist denn mit der Box hier? Die finde ich besser. Die ist zwar auch ein bisschen zu... Mäh. Oh, die Schuhe. Nein, die sind es nicht. Oh Gott. Nee, die sind ja schrecklich. What about this? Mit Socken. Haben wir die Socken auch in bunt vielleicht? Oh, pink ist krass. Das ist ein bisschen rosa vielleicht, maybe. Find der Anzug passt schon. Ist ja nur für Sport. Er ist halt ein richtig krasses V, ne? Also der hat hier so ein richtig krasses Dreieck. Das hast du jetzt gesagt. Psch. Den halt alt. Ach, Quatsch. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Er hat so schmale Hüften. Wir müssen mal ein bisschen was an der Hüfte machen. Er hat das, was er hier zu viel hat, ne? Das hat er hier zu wenig. Ich sag, wie es ist. Ich sag, wie es ist.
Hellblau. Hellblau ist gut. 90 Jahre alt. Dann bin ich 150. Bin schon ein paar Jährchen auf der Welt. Ich auch. Ich auch. Das sind wir alle, nicht wahr? Die sieht gemütlich aus, aber die sieht noch gemütlicher aus. Das ist aber ein anderes Blau. Das macht mich wahnsinnig. Ich nehme mal Grau. Grau geht auch. Hoho. Hoho. So, Party. Das sehe ich nicht an Party. Oh. Wo war denn dieses coole Outfit aus dem Pferdepack? Dieses mit den hochgekrempelten Ärmeln. Oh, oder das. Oder das. Nicht in Pink. Oh, aber so. So ist schön. Dann kannst du ja im neuen Haus einfach ein Kinderzimmer einrichten und fertig. Dann ist das mit dem Umzug ja halb so wild. Nee. Wir müssen ja noch die ganzen anderen Daddys durch. Sag jetzt nicht nehmen, Fesi. Arbeiten. Abarbeiten. Hasseln. Durcharbeiten finde ich gut. I tried. So, haben wir hier auch mal Schuhe, die da drauf passen, wie die da zum Beispiel? Na, obwohl, die gehen. Passt schon. Rücken gibt mir 80er Vibes und Kopf eher so knackige 20. Hab auch schon ein paar Jährchen, aber ich fand das gerade schön. War kurz wieder jung, bis ich gemerkt habe, wie lang das her ist. Dann fühlte ich mich doch alt. Egal, was ich sage. Es ist egal, was ich sage. Es ist alles falsch. Das ist gar nicht gut. Ach, schön. Wir müssen uns noch da durchwursteln. Und das ist jetzt auch nicht besser, ne? Ich hatte gedacht, das wäre es jetzt, aber das war es auch nicht. Das war's auch nicht. Gönn der Frau doch mal Ruhe, die sieht von unten bestimmt schon aus wie eine Nelke. Da muss sie durch. Da muss sie durch. Sie hat ja irgendwann Ruhe. Irgendwann hat sie Ruhe. Aber das dauert noch. Nee, das ist furchtbar. Das kann man dem nicht anziehen, dem Jungen. Was tragen Jungs denn so? Ist das für ein Sommer? Ah, dieser Entenhintern, ne? Ja, macht nix. Die Schuhe sind das Schlimme, glaube ich. Trägt er Socken? Hör auf damit. So. Wenn sie dann mal keine junge Erwachsene ist. Sie muss da durch. Ich will die anderen Daddys noch mit einbringen. Der Kragen war wild, ne? So, wir haben ihn fertig. Wunderbar. Ach, du Schande. Ja, die Schuhe waren wild. Die Frau muss da durch. Enya hat sich dafür freiwillig gemeldet. Also ich habe Enya dafür freiwillig erstellt. Ist es jetzt gebadet? Oh, es ist ein Zauberer. Farli ist ein Zauberer. Svenja, Beate nicht. Und Nico auch nicht. Farli ist der einzige Zauberer. Und der einzige Blonde aus dem Wurf. Ja, ich habe Wurf gesagt. Sie wurde geboren, um zu gebären. Richtig. So, also er hat alte Blutlinie und geschäftstüchtig. Svenja Beate hat auch alte Blutlinie
und Sturmjägerin. Interesting. Nico, alte Blutlinie und Zauberkünstler. Aber er ist doch kein Zauberer. Nur er. Und er hat auch ein Geburtsmal. Seht ihr das? Das ist ja cool. Oh. Na, heute tragen wir Badewanne als Hut. Wer möchte das nicht? So, er hat jetzt aber nicht das Schaumbad beendet. Und Beate auch nicht. Beate muss auch noch mal. Sonst noch Merkmale? Nee, ich habe ja gerade alle gezeigt. Gerade alle durchgegangen. Das ist ruhig. Alte Blutlinie, Zauberkünstler. Ruhig, alte Blutlinie, Grüblerin, Sturmjägerin. Ruhig, alte Blutlinie, geschäftssüchtig. Und ohne MCC. Ach, den kriegen alle. Das kriegen sie alle. Interessant. Das ist interessant. Wie viel Papier wird da eigentlich in der Schule verschwendet? Sortiere gerade das Zeug aus der ersten Klasse vom Kind, alter Verwalter. Ja, es ist Wahnsinn. Deswegen wollen sie auch immer so viel Kopiergeld. Deswegen wollen sie ja immer so viel Kopiergeld haben. Arnulf, du könntest hier nochmal dein kleines Brüderchen baden. Hallo Freddy. Na? Schön, dass du da bist. Gut, hier kannst du nochmal Bauchzeit verbringen, bitte. Du wirst jetzt noch gebadet. Ich würde sagen, wenn die Kinder morgen in der Schule sind, ziehen wir um. Weil dann ist nämlich nicht so viel los. Dann können wir die jetzt alle noch schlafen lassen. Dann haben wir schon 21 Uhr. Und dann schicken wir die morgen alle in die Schule und dann bauen wir, dann ziehen wir um. Die Frisur passt zur Beate. So, dann leg hier Nico mal hin. Schaumbad hat er. Komm. Legst du Nico bitte mal dahin. Du könntest hier auch nochmal helfen kommen, ne? Du kannst da auch helfen. So ist nicht. Und du kannst hier noch Bauchzeit verbringen. Ja, genau. Helft mal schön mit. So, und danach kannst du hier das Spielzeug ansehen und in die Haie gehen. Du kannst danach Spielzeug ansehen und in die Haie gehen. Du guckst dir Spielzeug an und gehst danach auch in die Haie. Dann gehst du unten bitte nochmal aufs Klo. Und dann gehst du schlafen. Jawohl. Fali kann schon den Kopf heben. Ich bin begeistert. Du gehst danach bitte aufs Klo, ins Bett und du liegst schon. Okay, dann sage ich dir das nochmal, damit du liegen bleibst. Und Mutti geht danach auch schlafen. Warum steht der Butler in meinem Schlafzimmer? Fetu, nein. Du bist keiner der Daddys. Ich weigere mich. Wann wird umgezogen? Gleich. Gleich. I'm in danger. Ah, ich kann schon mal hier anfangen, die ganzen... Die ganzen Bilder hier ins Inventar zu ziehen. Damit wir die nicht wieder vergessen. Beim ersten Umzug hatten wir die nämlich leider vergessen. Beim zweiten dann nicht, deswegen hatten wir hier auch schon alles tapeziert mit Kindern. Also mit den Bildern der Kinder. Mit den Fuß- und Handabdrücken der Kinder. Ist Fetu noch auf? Ach, die sind nur müde deswegen. Okay, ich dachte, die haben Hunger. Versucht nicht, dass Freddy jetzt mitgehen lässt. Hat er ja schon. Der hat uns ja eiskalt schon eins geklaut, der Drecksack. Und ich glaube, der hat uns hier auch schon wieder zwei gemopst oder eins. Es waren definitiv ein paar mehr. Ja, Freddy ist ein kleiner Dieb.
Freddy ist ein kleiner Dieb. Der ist kleptomanisch. Aber das ist okay. Freddy darf das. Freddy darf das. Ich glaube, unser Fali ist schon fertig. Oh, er hat sogar schon so einen Runenstein. Guckt mal. Ein Glimmerstein. Und Fali darf auch eigentlich schon ein Toddler werden. Ja, das machen wir dann im neuen Haus, ne? Obwohl, wenn Fali jetzt gleich... Endlich gibt sie es zu. Nein. Wir haben hier unten halt schon einen Kuchen fertig, ne? Es wäre schon einladend. Wir könnten Farley mal ganz kurz zu einem Toddler werden lassen. Er ist halt fertig, ne? Was willst du mehr? Der Kuchen ist hier. Let's go. Na dann. Nein, wir gehen jetzt nicht in die Haie. Du wirst jetzt älter. Ach ja, stimmt. Warte. I forgot about that part. Du kannst ja nicht mit Toddler auf dem Arm runter. So. Du legst den nicht da ab. Du wirst den jetzt älter werden lassen. Hast es gehalten zu werden? Das ist okay. Du wirst gleich nicht mehr gehalten. Du wirst gleich ein Tütler sein und dann legst du dich hier in eins der Bettchen. Dann schläfst du durch bis morgen früh. Er ist albern. Gut, und er muss aufs Klo. Hallöchen, Cat, wie geht's dir? Kann auch zur Schule. Nee, der ist jetzt erstmal nur ein Tödler. Aber Hauptsache, er ist schon mal ein bisschen älter. Die anderen, die müssen halt noch, aber das ist in Ordnung. Einer ist wenigstens schon mal. So, danach gehst du schlafen, bitte. Wieso willst du danach nochmal die Windel benutzen? Du bist doch jetzt auf dem Pott. So, du gehst bitte auch schlafen, dann ist nämlich schneller. Morgen. So, das hast du großartig gemacht. Kann ich dich mal ganz kurz... Na gut. Jetzt ist Svenja wach. Jetzt ist Svenja wach, aber Fetu ist da. Kannst du sie mal füttern? Bitte. Das nett. Und die Windel, bitte. Super. Danke. Armer Fetu wurde angepieselt. So, direkt das nächste Fetu. Danke, du bist ein Schatz. Oh, mir geht's ganz gut. Dankeschön. Wie geht's dir, Cat? Wird Svenja auch Postkartenmodel? Unbedingt. Unbedingt. In 3D. Nico pieselt beim Essen. Das ist schön. So, du bist schon wach. 5 Uhr, das ist in Ordnung. 5 Uhr ist in Ordnung. Dann kannst du... Warte, ich stelle euch was raus. So, dann geht das nämlich ein bisschen schneller. Du nimmst dir schon mal was zu essen. Du hast gar keine Hausaufgaben gemacht. Musst du gleich zur Schule? Ja, musst du. Let's go. Du gehst bitte eben duschen und dann was essen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ein Stress. Du hättest Hausaufgaben machen müssen. Nein, du hättest Hausaufgaben machen müssen. Ahahaha. Hast du Hausaufgaben gemacht? Du hast keine Zusatzaufgaben gemacht? Ja, let's go. Wie sieht's bei dir aus? Du hast auch keine Zusatzaufgaben gemacht. Ja, dann hast du halt Hunger in der Schule, aber du machst Zusatzaufgaben. Let's go. Kannst du dir bei Spielsachen nochmal ansehen und dann in die Haie gehen? Wenigstens ein bisschen lernen, ne? Er kann die Hand nach etwas ausstrecken. Das ist schön.